So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mark of the Ninja. Und wir sind gerade aus der Flucht aus dem Sendezentrum. Und, sind jetzt hier in einem seltsamen Raum. Wahrscheinlich muss ich diesen Schalter betätigen, damit die Türen aufgehen, nehme ich mal an. Ich mache zuerst mal Lichter aus. Dieser Alarm geht mir auch auf den Nerv, das ist unwahrscheinlich. Vor allem, Alter, der Hund da ist auch mega nervtötend. So. Ja, Hund, verbell mich doch. Ist mir doch scheißegal. Ah, ich bin weg, Kollege. Da hat er mich schon verloren. Die Spur verloren. Ja, lauf mal ein bisschen. Toll. Ach, das war wahrscheinlich der Elevator. So, dann können wir jetzt nämlich hier ganz elegant wieder hochlaufen. Und sind jetzt hier durch. Das ist schön. Weil der Elevator hat hier den Platz versperrt, den wir gebraucht hätten. Um zu entfleuchen. Sehr gut. So. Das war keine Absicht. Ich wollte keine Rauchbombe werfen. Das wäre doch ein bisschen unnötig gewesen in der Situation. So, muss ich hier nach unten. Ah! Oh, es ist gemein. Ich muss einfach schnell rechts drücken. Ich muss einfach schnell... Okay, oder so. Oder perfekt landen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, hat sonst nichts. Hier müssen wir uns einfach nur ein bisschen hängen lassen, habe ich das Gefühl. Und dann ein bisschen mit unseren Dörlichlein. Oh, ist das schön, wenn ich einfach mal so mache und der Alarm aus ist. Okay, dann nochmal das gleiche Prinzip. Da, Strom abgeschaltet. Und dann habe ich wieder gefailt. Ich bin so ein großer Künstler, es gibt's überhaupt nicht. Es war ja auch unvorhersehbar, was jetzt kommt als nächstes. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ja, genau. Wir müssen jetzt einfach nur noch nach da drüben und hier dann entwischen, so gut es eben geht. Boah, dieser Alarm! Kollege. Oh Mann. Jetzt kommt der wieder von da drüben. Komm, dreh rum. Dreh rum. Dreh rum. Na super. Das war ja echt Pech, dass der da gerade hingeguckt hat. Wie geil ist das denn? Ich kann die auch wegmeucheln, die scheiß Raben. Hätte ich das mal früher gewusst. Wärm, wärm, wärm. Good work. Now he can't get away from us. Und das war's mit dieser schönen Episode. Oder diesem schönen Kapitel.
Also alles habe ich nicht hinbekommen, aber immerhin Teil. Und ich würde sagen, nächstes Spiel. So, was wollen wir uns denn für Techniken aneignen? Es gibt den Ablenkungsgegenstand verbessert, mit einer Spezialzündung können Geräuschentwickler in der Ferne gezündet werden. Drücke Q, um sie nach dem Wurf zu aktivieren, das ist ja ziemlich cool. Ablenkungsfackel. Ein alchemistisches Licht erweckt die Aufmerksamkeit von Wachen, die das Leuchtsignal sehen und blendet sie, so ein Flashbang. Wenn sie Nachtsichtbrillen tragen. Naja, gut. Dann haben wir den gepanzerten Ärmel. Bietet einen zusätzlichen Schutz, ohne die Beweglichkeit einzuschränken. Brauche ich nicht. Das ist total Schwachsinn. Ich möchte einfach nicht entdeckt werden. Dann brauche ich auch keinen gepanzerten Ärmel. Überragender Schlossknacker. Mit diesem Spezialtraining und besseren Werkzeugen kannst du Schlösser viel schneller knacken. Das ist natürlich ganz sinnvoll. Fledermausbeute. Wäre du an der Decke oder an einer Stange hängst, drücke nach unten und dann um. Und dann links um den Feind mit einem geräuschlosen tödlichen Angriff. Das ist irgendwie abgehakt, ne? Da fehlt ein Stück immer. Das ist ein bisschen komisch. Unter das Tor der Dämmerung lehn dich gegen eine Tür und drücke linke Maustaste, um einen Feind durch die Tür hineinzuziehen. Und erledige ihn dann. Also ich finde sehr sinnvoll das hier. Das kann ich leider nicht machen. Die Fledermausbeute. Und ich würde ganz einfach sagen, dass ich dann deswegen da einfach drauf spare und das bei nächster Gelegenheit mache. Aber die sieht schon sehr gut aus, die Fledermausbeute. Rauchbombe oder will ich lieber... stopp mal. Ich will lieber den Geräuschentwickler als die Rauchbombe, muss ich ganz ehrlich sagen. Fertig mit dem Ausrüsten? Jawoll. Frau Kelly, would you care for a sip of this Riesling Spatschlis? It belonged to Otto von Bismarck. I traded a cargo of body armor just to see how it would taste. So, how is it? A bit tart. My men in the field were waiting for that body armor. Half of them were cut to ribbons. So, this was more expensive than I thought. Look, we've got a problem. These ninjas... These peasants! They are no match for us. Maybe so, but they pack a punch. This one with the flashy tattoos. He's slipping past our lines. No drama. He's just one man. And he should only need one bullet. I want you to take care of him. Personally. Yes, sir. Okay, das heißt, wir haben so eine Art Endgegner wahrscheinlich in diesem Level. That's the tower. But it's under heavy guard. Heavy guard. Genau richtig für uns. I have an idea. If we can set that building on fire, the blaze will draw every guard in the complex. Ich würde lieber alle Wachen einzeln wegmachen. Of Sawayama Castle, right? Nö. That may have been hundreds of years ago, but this really isn't that different. Okay. Was habe ich denn hier wieder für Bonusziele? Schockiere eine Wache, indem du eine andere mit einer Stachelmine tötest. Stachelmine? Okay. Eröffne sämtliche Gasventile, töte zwei Wachen mit nur einem Kronleuchter. Na, da wird sich ja bestimmt eine Möglichkeit ergeben. Another equipment cache. Ja, da wird auch die Stachelmine vielleicht drin sein. Ja, lege eine Stachelmine aus, um die erste Wache zu töten, die darüber läuft. Wirf sie nicht zu nah an den Feind heran, sonst hören sie den Aufprall. Okay. Schockiere eine Wache, indem du eine andere mit einer Stachelmine tötest. Okay. Das heißt, da müssen mindestens mal zwei Wachen zusammen sein. Gemeuchelt. Kollege. So. Direkt auch in den Mülleimer geworfen. Entsorgt sozusagen. Werfen kann. So, mal durch die Tür lunsen. Okay. Ratten.
Solange es nur Ratten waren, habe ich da keine Probleme damit. Okay, ich muss einfach nur stillstehen. Das ist ja auch ganz okay eigentlich. Okay. Ich habe Angst, dass ich noch im Sensor stehe, so jetzt. Machen wir mal die Lichter wieder aus, alte Gewohnheiten. Na, das ist so eine Marotte von mir, ich hab's gerne dunkel. Wenn es möglich ist, denn ich bin ein Ninja. So. Schon wieder so eine Kackratte. Wer kommt denn da angewetzt? Die gute Ora. Ora. Oh, oh. Da habe ich doch ein Artefakt. Finde eine Möglichkeit zum Anzünden eines Feuers. Wie wäre es mit Streichhölzern? Das ist leider kein Kronleuchter, ne? Aber ich könnte hier vielleicht mal... Hallo? Hier ist eine Stachelmine, Leute. Wäre eine feine Sache, wenn ihr mal da reinlaufen würdet. Wird die ganz umsonst geworfen. Das wäre ja mega langweilig. Komm schon. Ja, 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 ja. Hat funktioniert. Geil, der war jetzt verängstigt und jetzt hat er das, greift er deswegen einfach alles an, was um ihn rum passiert. Das ist ja auch geil. Oh shit, oh shit, oh shit. Soll ich es dir sagen, mein Lieber? Über dir. Aufgehängt. Habe ich dich, Kollege. So, Hauptsache mal Strom aus. Strom aus ist eigentlich immer gut. Da unten hat es aber nochmal Strom. Den möchte ich auch. Da war aber ein Hund, oder habe ich mich jetzt getäuscht? Oder hat jetzt gerade der eine Typ auch den Hund erlegt? Das wäre ja mega praktisch. Oh, schön. Der aufgescheuchte Daimyo verlässt sein Bett, um Linderung zu finden. Okay. Weiter konnte ich es nicht lesen, aber ich denke, ihr habt selber lesen können. Wenn ihr nicht so verkackt langsames Internet habt, wie wir hier. Zumindest. Das ist wieder Aufzug. Ja, ja. 13 ist bestimmt hier. So, Rauchbomben habe ich keine. Ich habe Geräuschentwickler und Stachelminen am Start. Ich finde es schade, dass man sich da entscheiden muss. Ich hätte gerne alles. Alles! Alles und davon viel! Marschieren wir hier mal durch. Es ist so auffällig leer hier. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Wo geht's denn hier lang erstmal? Okay, da hat's nichts. Wir müssen nämlich da runter. Oh, da ist auf jeden Fall mal Gas. Das kann man bestimmt entzünden. We've got pipes, vents. We could use these to start a fire. Das könnten wir. A big fire. A really big fire. So, da hinten hat es ein Artefakt. Das ist natürlich auch was, was ich unbedingt an mich nehmen möchte. Guck, guck. Sehr gut. Wow, das hat sogar 750 gebracht. Achso, nee, das war, weil ich den Körper mit versteckt habe. Diese scheiß Ratten, echt. Mega nervtötend.
immer ganz langsam weiter. That intake is drawing in gas. Open a few of the vents upstairs and we'll be ready to turn this place into an inferno. What the hell is that? Hauptsache, er hat mich nicht mehr im Visier. Also er weiß nicht mehr, dass ich hier oben bin. Das ist doch auch schon mal ganz schön. So, Lichter aus. Ich mache hier mal wieder das Tür. Ah, der Aufzug kommt. Sehr schön, sehr schön. Lass mich rein, scheiß Aufzug. Hallo? Der Aufzug klemmt. Herr Hausmeister, der Aufzug klemmt. Und dann schleiche ich mal hier unten rum. Und versuch's nochmal von der anderen Seite. So. Ich glaube, ich kann auch ein bisschen sprinten. So, jetzt kann ich ein bisschen höher auf jeden Fall, weil da war ja vorhin der Aufzug. Stachelmine, sehr schön. The gas is leaking. Now we need to spread it throughout the building. Go find the vents that lead up from the basement and open them wide. Three should do it. Okay. But opening more. Drei müssen reichen. Okay. Da habe ich jetzt irgendwie. Okay, ja. Dachte gerade, habe ich jetzt irgendwie was nicht einkalkuliert hier. Machen wir ein kleines Sprüngchen raus. So, also ich muss hier irgendwie das Gas, die Ventile öffnen. Da hat es aber erstmal nochmal ein Artefickefakt. Okay, da geht's schon mal nicht weiter. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hier genau richtig bin. Aber zumindest hat es ein Artefakt gegeben. Das ist doch auf jeden Fall mal ein Anlass zur Freude. Freude, Freude. Ich würde gerne da hoch. Kinder, darf ich das denn nicht? Darf ich denn hier nicht hoch? Ist das wirklich bloß? Nee, das kann doch nicht sein, dass ich das bloß für ein Artefakt hier mache. Diese Kletterei und dazwischen den Laserstrahlen durch und so weiter und so fort. Das würde irgendwie keinerlei Sinn ergeben. Das war doch ganz schön knapp, sage ich mal. Okay, das heißt, ich muss, wenn der andere schon anfängt, wieder... The hand at rest. Die Hand, die einst liebkoste, eine Braut, eine Geliebte ohne Erben, liegt still, Handflächen geöffnet. Na, das sind doch schöne Sprüche. Ich mache hier mal wieder Laserstrählchen aus. Was ist das hier Feines? Da hat es doch irgendwas. Ich glaube, das brauche ich direkt. So. Alles ausmachen hier erstmal und dann machen wir dieses Ventil direkt mal klapp, klapp auf. Sehr schön. Good work. One down, two to go. Two to go. One down, two to go. So, da oben hat es schon wieder eine kleine Öffnung. Da gehe ich aber lieber nicht rein. Ich gehe mal erstmal hier rein. Und, da unten hat's. Da könnte ich wieder irgendwelche Sachen. Obwohl, vielleicht habe ich jetzt genug, dass ich mir die Fledermaus hier. Ja, sehr gut. Fledermausbeute. Ich habe sogar nochmal zwei, kriege ich für zwei irgendwas. Nee. Aber ich kann jetzt von oben auf jemanden runterfallen lassen und dann, also, ne, mein Code auf jemanden runterfallen lassen. Und dann, den damit meucheln. Das ist natürlich schon ziemlich cool. War ich vielleicht ein bisschen übereifrig. Du hast nichts gesehen, mein Freund. Nein! Nein! Ich geh mal hier rein in der Zuhr.
Da gibt's einen Hund, okay. Mann, ich wollte bloß wieder nach oben springen, Mann, so eine Scheiße. Don't let him get away. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh je. Sorry, die Runde hier ist mega fehlerhaft. Wie viele Fehler ich gerade schon mache, aber ich weiß nicht, wenn ihr das Spiel selber spielt, werdet ihr das vielleicht auch irgendwie kennen. Und wenn ihr das Spiel nicht selber spielt, dann spielt selber, dann werdet ihr wissen, wieso ich das mache. Hallo, du siehst mich nicht. Ja, komm, geh hin. Geh hin. Geh hin zu der Leiche von deinem Herrchen. Ah. In the vents? So ein Schwachsinn. Stimmt überhaupt nicht. Da bin ich gar nicht. Oh Mann. Ich muss jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen, einen kleinen Kaffee trinken, glaube ich. Und dann kann ich ja weitermachen. Und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen entspannter und ein bisschen besser drauf. Und, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und ihr erfahrt dann auch in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht mit Mark of the Ninja. Und bis dann, macht's gut. Tschüss.